Liebe Genossinnen, liebe Genossen, der Parteivorstand hat in seiner Weisheit und Güte beschlossen, euch und mir am Sonntag früh um 9 Uhr das Thema Europa anzutun. Ich werde mein Bestes tun. Ich fühle mich hier auch ganz zu Hause. Es sieht hier etwa aus wie im Europaparlament 9 Uhr abends, nur mit dem Unterschied, wir werden mehr, dort werden wir weniger. Liebe Genossen, die Linke im Europaparlament nach Lissabon-Vertrag. 2 Jahre arbeiten wir nun als Delegation in diesem Parlament. Ich bin einer der beiden Sprecher dieser Delegation, die stärkste innerhalb der GUE-NGL-Fraktion ist. Wir haben diesen Lissabon-Vertrag abgelehnt mit gutem Grund und die 2 Jahre, in denen wir in diesem Parlament arbeiten, beweisen unsere Kritik an diesem Lissabon-Vertrag nicht nur in puncto Krise und Krisenbewältigung nachdrücklich. Dennoch, ein sozusagen Abfallprodukt dieses Lissabon-Vertrages ist es, dass dieses Parlament nun erheblich mehr politische Mitspracherechte hat und in wesentlichen Politikfeldern tatsächlich mitentscheidet. Das erhöht die Anforderungen an eine linke Politik in diesem Europaparlament. Nun kann jeder sagen, liebe Leute, ihr seid 34 von 736, das ist doch von vornherein aussichtslos. Ich will dennoch versuchen, euch anhand eines kurzen Berichts aus den Arbeitsgebieten unserer Genossinnen und Genossen im Parlament einen Eindruck zu geben, dass das so aussichtslos gar nicht ist, sondern dass wir anders als in den Parlamenten in der Republik in die Lage versetzt werden, als Parlament nur dann wirksam sein zu können, wenn wir eine starke Mehrheit organisieren gegen Kommission und Rat. Nur dann hat dieses Parlament, das ja quasi ein vordemokratisches ist, eine Chance, seine Position zu realisieren. Und deswegen sind wir ständig dabei, Mehrheiten zu organisieren. Manchmal gelingt uns das sogar. Wichtigstes Thema in diesem Parlament hat Jürgen Klute im Ausschuss für Wirtschaft und Währung sehr heftig am Bein. Das ist die ganze Frage der Re-Regulierung der Finanzmärkte. Dieses Europa ist zum Spielball der Finanzmärkte geworden. Damit sich das ändert, braucht es starke Regeln, braucht es strenge Regeln für Banken, Hedgefonds und Ratingagenturen. Es geht darum, den Finanzsektor auf seine gesellschaftliche Aufgabe zurückzuführen. Auch wenn es in den Medien oft untergeht. In dieser Frage entscheidet das Europaparlament mit und wir haben es mit unseren Initiativen seitens der Linken im Europaparlament hingekriegt, dass das Thema Finanztransaktionssteuer und Eurobonds in diesem Parlament angekommen ist und wir in einigen Beschlüssen sogar starke Mehrheiten dafür hingekriegt haben. Oft geht vieles, was wir dort einbringen in diesem Parlament, zwar in die richtige Richtung, aber im Schneckentempo oder im Trippelschritt. Manches gelingt uns nicht. Dennoch, wir werden in diesem Parlament akzeptiert und gegenwärtig arbeiten wir auch an der Frage, Regeln für Geschäfte an Europas Börsen neu zu bestimmen. Das ist eine einzigartige historische Chance, um zum Beispiel die Spekulation mit Lebensmitteln zu unterbinden. Das Parlament fordert nun erstmals, dass Händler von Rohstoffen zumindest nicht unbegrenzt Rohstoffpapiere halten dürfen, und zwar auf unsere Initiative hin. Das ist ein erster wichtiger Schritt gegen die Spekulation mit Lebensmitteln. Der kommt von uns, von der Linken im Europaparlament. Gabi Zimmer arbeitet im Entwicklungsausschuss und nutzt dort jede Möglichkeit, den Kampf gegen den Hunger oben auf die Tagesordnung zu setzen. Mit Forderungen der direkten Unterstützung von Kleinbauern in den Entwicklungsländern, der Unterstützung lokaler, ökologischer, nachhaltiger Agrarproduktion und Märkten sowie Verarbeitungsstrukturen, des Stopps der Subventionierung von EU-Agrarexporten, mit der Position gegen die Umwandlung von Anbauflächen für Nahrungsmittel in Flächen für schnell nachwachsende Rohstoffe, für Biosprit
und einer Neuordnung der internationalen Handelsbeziehungen, um den ärmsten Ländern der Welt den Schutz ihrer Wirtschaft und Märkte zu ermöglichen, haben wir klare Mehrheiten in diesem Europäischen Parlament erreicht und die Kommission zum Reagieren gezwungen. Damit sind wir für viele Nichtregierungsorganisationen und auch für UN-Organisationen zu einem gesuchten Partner im Europäischen Parlament geworden. Mit unserer Politik im EP setzen wir den Forderungen nach armutsfesten Mindestlöhnen, Mindesteinkommen sowie soziale und ökologische Mindeststandards ständig als Position des Parlaments fest. Die Ansage, jeder Mitgliedstaat solle künftig gefälligst selbst sehen, wie er mit seinen in Armut lebenden Menschen fertig wird, trifft auf unseren heftigsten Widerstand. Das ist eine Absage an ein soziales Europa. Es ist letztlich unsozial, ja sogar asozial, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Meine Hauptaufgabe liegt im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales. Wir erleben dort nicht nur in der Krise, sondern auch mit der europäischen Beschäftigungspolitik derzeit neoliberalen Kurs mit in verschärfter Fassung. Der Ausstieg aus staatlichen Konjunkturprogrammen, die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, gnadenlose Austeritätspolitik und mit Euro Plus der versuchte Eingriff in die Lohnpolitik und Tarifautonomie der Staaten, all das erleben wir derzeit unter Economic Governance. Und es ist uns in diesem Parlament mit einer breiten Mehrheit gelungen, im Zusammenhang mit der neuen Economic Governance in Europa Eingriffe in die Tarifautonomie und die Lohnpolitik der Staaten zu verhindern. Das ist ein Wert, den wir in der Republik auch deutlich machen müssen. Dennoch, dass parlamentarischer Widerstand allein nicht reicht, liest man ab an der Tatsache, dass derzeit die Kommission und die EZB versuchen, in den Mitgliedstaaten diese Politik fortzusetzen. In Griechenland soll der Mindestlohn reduziert werden, in Irland soll die automatische Lohnanpassung, die vereinbart ist, zwischen den Sozialpartnern demontiert werden. Und in Italien verlangt die EZB ultimativ die Einführung der Rente mit 67. Genossinnen und Genossen, da ist internationale Solidarität erforderlich mit den Gewerkschaften in Zusammenarbeit und mit den Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Das kriegen wir nur hin, wenn wir parlamentarisch und außerparlamentarisch den Widerstand gegen einen solchen sozialen Kahlschlag organisieren. Darum bitte ich euch. Was dort passieren soll, ist nicht nur die Sanierung der Staatshaushalte und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in der EU zu erreichen. In diesem Konkurrenzkampf in Beschäftigungspolitik geht es derzeit um den Kampf um die besten Köpfe und deren unbegrenzte Verfügbarkeit für die Kapitalverwertung. Die wirtschaftlich Nützlichen werden gesucht, weltweit. Die Brauchbaren aus der EU sollen mit dem Abbau von sozialen und Beschäftigungsstandards zur Annahme schlechterer Arbeitsbedingungen und europaweiter Mobilität gebracht werden. Die weniger Brauchbaren werden nach dem Flexurity-Prinzip in prekäre Beschäftigungsverhältnisse irgendwie beschäftigt. Dennoch ist es uns gelungen, gegen diese Beschäftigungspolitik im Europäischen Parlament Front zu machen. Das bemisst sich an zwei Sachen. Es gibt erstmals auf unsere Initiative hin, zusammen mit den Grünen und den Sozialdemokraten und in Zusammenarbeit mit der ILO, einen arbeitsrechtlichen Status für rund 50 Millionen Hausangestellte in der Europäischen Union. Das ist ein Bereich, der bisher bis hin zu Sklaverei jede Art von Beschäftigungsverhältnis möglich gemacht hat. Hier haben wir endlich einen Balken eingezogen und die Initiative der Linken in diesem Europäischen Parlament hat verhindert, dass zukünftig selbstständige Fernfahrer statt 60 87 Stunden auf den Straßen sind. Da haben wir eine Mehrheit organisiert und das ist ein Beweis, dass linke Politik in diesem Parlament auch wirken kann. Wir setzen uns im Arbeitsgebiet von Helmut Scholz sehr dafür ein,
dass internationale Handelsabkommen auch mit sozialen Standards versehen werden. In dieser Hinsicht wird das Europäische Parlament weltweit immer mehr zur Adresse, die hohe Erwartungen in die EU-Politik aufnimmt. Mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, Umweltschützern, Menschenrechtsaktivistinnen aus aller Welt organisieren wir den Kampf für gerechte Handelsabkommen. Und wir setzen uns dafür ein, dass die EU nur Handelsabkommen unterzeichnet, in denen Arbeitnehmerrechte unter Schutz der Umwelt festgeschrieben wird. Das Europäische Parlament hat in dieser Frage ein hartes Mitbestimmungsrecht. Wir setzen uns dafür ein, dass solche Regime wie zum Beispiel Kolumbien für Morde an Gewerkschaftern, Journalisten, Menschenrechtlerinnen und die Missachtung der Rechte der indigenen Bevölkerung nicht auch noch mit einem Handelsabkommen belohnt wird. Das ist eine wichtige Funktion dieser Linken im Europäischen Parlament, liebe Genossinnen und Genossen. Wir kämpfen für eine nachhaltige und soziale und kulturelle Entwicklung vieler Schwellen- und Entwicklungsländer und wollen das zu einem partnerschaftlichen Verhältnis der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit führen. Wir wollen verhindern, dass die Zukunft im blutigen Kampf um die Rohstoffreserven endet. Gleichzeitig setzen wir uns in diesem Bereich ein gegen die zunehmende Aushöhlung demokratischer Entscheidungsprozesse durch die EU-Regierungen. Sie höhlen das Vertrauen der Menschen in die Politik aus. Deshalb arbeiten wir intensiv für mehr demokratische Mitsprache aller in der EU lebenden Menschen bei nationalen und europäischen Entscheidungen. Im Bereich Auswärtiges engagiert sich Sabine Lösing. Ihre Arbeit im Auswärtigen Ausschuss ist mehr denn je vom Anspruch der EU als Global Player geprägt. Der Lissabon-Vertrag hat dafür im militärpolitischen Bereich den Weg geebnet. Sabine Lösings Fokus liegt insbesondere auf der stetig vorangetriebenen zivil-militärischen Zusammenarbeit, die besonders im Rahmen des neuen Auswärtigen Dienstes umgesetzt wird. Es ist uns wichtig, auch stets die Einschätzung von NGOs bezüglich der großen Gefahr der zivil-militärischen Zusammenarbeit ins Parlament einzubringen. Für Sabine ist es Aufgabe linker Politik, die neoliberale und imperialistische Vorgehensweise der EU aufzudecken. Dies setzt sie mit parlamentarischen Initiativen und eigenen Recherchen um, die in einer Reihe von Broschüren zu verschiedenen außenpolitischen Themen sowie zu Rüstung und Militarisierung, zum Beispiel in einer Konferenz zur EU als Rüstungstreiber, mündet, die in 14 Tagen stattfinden wird. Es gelang durch diese Arbeit zunehmend, Arbeitsbündnisse mit Mitgliedern anderer Fraktionen aufzubauen und hier deren Arbeit etwas nach links zu ziehen und unsere Themen einzubringen. Durch unsere ständigen Interventionen in beiden Ausschüssen sind wir deutlich als einzige Friedenspartei erkennbar. Conny Ernst arbeitet im Europäischen Parlament ganz hart an der Frage der Beendigung der Diskriminierung ethnischer Minderheiten in Europa. Insbesondere die Roma sind schlimmster Ausgrenzung ausgesetzt. Ein Roma-Kongress der EP-Delegation gemeinsam mit der Bundestagsfraktion und dem Abgeordnetenhaus in Berlin sowie der RLS hat diese Problematik öffentlich gemacht. Wir haben großen Anteil daran, dass das EP eine EU-Rahmenstrategie zur Bekämpfung der Armut und Ausgrenzung von Roma und Sinti verabschiedet hat und werden dazu beitragen, sie auch umzusetzen. Auf Initiative unserer Fraktion gemeinsam mit den Grünen hat das Parlament dem französischen Präsidenten eine kräftige Ohrfeige erteilt für die Abschiebung rumänischer und bulgarischer Roma aus Frankreich. Wir kämpfen in diesem Parlament gegen Rassismus, Antiziganismus und Nationalismus. Wir haben uns aktiv gegen Frontex eingesetzt und werden das auch weiterhin tun. Wir kämpfen dagegen, dass weder Migranten noch andere Menschen in der EU Zielscheibe von Schnüffelei werden, Genossinnen und Genossen. Im Bereich Kohäsion arbeitet Conny weiterhin dafür, dass die EU den solidarischen Ausgleich zwischen den Regionen aktiv fördert.
dass die ehemaligen Höchstförderregionen in Ostdeutschland nun eine angemessene Förderung in den nächsten Jahren bekommen, trotz kräftiger Streichungspläne. Das ist ein Erfolg unserer Arbeit in diesem Bereich für die Kohäsionspolitik und damit Regionen nicht abgehängt werden. Die angemessene Förderung für unsere Regionen im Osten ist im Europäischen Parlament insbesondere gegen die EVP und dort insbesondere gegen die CDU-Abgeordneten durchgesetzt worden. Das ist ein Erfolg von Connys Arbeit. Sabine Wills arbeitet im Umweltausschuss und dort ist nach dem atomaren Supergau in Fukushima im März dieses Jahres auch die Atompolitik der EU in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Sabine hat bei ihrer politischen Arbeit im Umweltausschuss und im Parlament die fehlenden Mitentscheidungsrechte des EU-Parlaments in Atomfragen scharf kritisiert, weil diese unter Euratom den Vertrag über die Europäische Atomgemeinschaft fallen. Bei den Diskussionen zu europaweiten Stresstests für Atomkraftwerke, der atomaren Sicherheitsrichtlinie sowie der Richtlinie für die Entsorgung des Atommülls haben wir die völlig ungenügenden Euratom-Sicherheitsstandards angeprangert. Bei einer durchgeführten Konferenz in Berlin wurde über die Auflösung des Euratom-Vertrags als eine Voraussetzung für die demokratische Kontrolle der europäischen Atompolitik und eines europaweiten Atomausstiegs diskutiert. Im Verkehrsausschuss arbeitet Sabine zurzeit an weiteren Liberalisierungen im Eisenbahnsektor, die wir natürlich verhindern wollen. Hier konnten wir als Fraktion zusammen mit den europäischen Gewerkschaftsverbänden gegen die geplante europaweite Aushebelung des Streikrechts eine Mauer bauen und haben dies verhindert. Auch das ist ein Erfolg unserer Arbeit im Parlament, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr seht an diesen wenigen Beispielen, die Arbeit auf der parlamentarischen Ebene in diesem Europaparlament ist nicht so schlecht, wie die Mehrheitsverhältnisse es zum Ausdruck bringen. Einen wesentlichen Anteil in der Vertretung dieser Delegation hat Lothar Bisky, unser Fraktionsvorsitzender der Linken im Europaparlament. Wir haben dort im doppelten Sinn eine wichtige Funktion. Erstens müssen wir dort in dem Brennglas von 34 Abgeordneten die Reichen von griechischen und portugiesischen Kommunisten bis nordisch-grüne Linke den Zusammenhalt und die Einheit der Linken in Europa stabilisieren und nach vorne bringen. Das ist nicht immer ganz einfach. Die Hauptlast hat Lothar als Fraktionsvorsitzender. Zweitens machen wir linke Kritik, vor allem aber linke Gestaltungsvorschläge nicht nur hörbar. Wir arbeiten daran, linke Positionen zu einem ständigen und akzeptierten Bestandteil der politischen Debatte zu allen Themen zu machen. Und ich sage dazu, der Respekt, den wir uns über lange Jahre in diesem Europäischen Parlament erarbeitet haben, den man uns entgegenbringt, eröffnet Gestaltungschancen, die wir ausbauen wollen. Das ist Aufgabe von Lothar auf der Leitungsebene der Fraktion und der Leitungsebene des Europäischen Parlaments. Es bleibt dabei, wir als Delegation sind sozusagen der Brückenkopf der Partei in Brüssel. Es bleibt dabei, wir wollen ein anderes, ein besseres Europa. Wir müssen überzeugend vermitteln, wir stehen für eine friedliche, soziale, demokratische und nachhaltige Europäische Union. Für Menschen, die innerhalb und außerhalb der EU leben, zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Richtig ist, dieses Europa ist neoliberal übernommen worden. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dieses Europa aus der Geiselnahme des Kapitals und der neoliberalen Ideologen zurückzuerobern. Dazu braucht es allerdings andere Mehrheiten. Gestern hat mir schon einer die Nummer mit dem Neustart geklaut. Ich weiß auch, wer es war, darüber reden wir noch. Diese Nummer mit dem Neustart, man kann ja in diesem Computerbild bleiben. Die Nummer mit dem Neustart, die Idee ist genial, die Hardware ist in Ordnung, aber das Betriebssystem stützt ständig ab, lieber Dieter, und die Software taugt nichts.
Nur auf die Taste Neustart zu drücken, funktioniert in diesem Zusammenhang nicht. Wir müssen also tatsächlich an System und Software mit ständigen Veränderungen arbeiten. Das tun wir auf nationaler und auf europäischer Ebene. Dazu braucht man allerdings auch andere Mehrheiten, um das letztendlich in Europa auch durchzusetzen, und zwar auf nationaler Ebene wie bei den Europawahlen. Bei den letzten Europawahlen haben wir ungefähr die Hälfte unserer Wählerstimmen bei den vorletzten Bundestagswahlen nicht mobilisieren können. So kriegen wir keine anderen Mehrheitsverhältnisse in diesem Europäischen Parlament hin. Deswegen ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dieses Europa transparent zu machen. Viele, auch in unserer Partei, wissen nicht, dass nahezu 80% der Entscheidungen, unter denen wir arbeiten und leben, hier in diesem Land irgendwie in Europa beeinflusst oder vorgedacht oder entschieden werden. Es ist unsere Aufgabe, das transparent zu machen. Und ich sage kritisch dazu, manchmal kommen wir uns acht in diesem Europäischen Parlament vor wie Dark Side of the Moon. Man nimmt das schlicht einfach nicht zur Kenntnis, was dort passiert. Und deswegen meine ich, wir müssen an diesen Defiziten arbeiten, auf Länderebene und insbesondere auf Ebene des Vorstands. Wir brauchen mehr europapolitische Koordinierung und Akzentsetzung seitens des Parteivorstandes. Wir brauchen zweitens gerade in unserer Partei mehr europäische Öffentlichkeit. Wir müssen deutlicher machen, was dieses Europa ist, wo es die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen beeinflusst und was wir mit nationaler und europäischer Politik an Politikverschiebungen, an Schwerpunktverschiebungen in diesem Europäischen Parlament erzielen können. Das ist meines Erachtens Aufgabe der Partei, des Parteivorstandes, aber auch unserer Delegation, das besser zu machen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich sage, jeder kleine Schritt ist ein Erfolg gegen diese EU-2020-Strategie, ist ein Schritt zu mehr politischer Gestaltbarkeit. Jeder Schritt zur Reregulierung der Finanzmärkte ist ein kleiner Schritt zur Wiederherstellung des politischen Primats im Finanzkapitalismus. Jeder Schritt gegen Austerität, Arbeitslosigkeit und Armut ist ein Erfolg, ein Schritt in Richtung soziales Europa. Für einige von uns, liebe Genossinnen und Genossen, ist dieses Europa schlicht und einfach ein imperialistisches Projekt, das man am besten in die Tonne tritt. Ich glaube, die liegen da falsch. Was wir brauchen, ist eine proeuropäische Europakritik. Wir wollen nicht den rechten und nationalistischen Kräften in Europa das Feld überlassen. Und wir wissen alle, ein Zurück zu nationalstaatlicher, vollständiger Entscheidungskompetenz geht nicht und ist für uns als Internationalisten auch nicht erwünscht. Nun gab es gestern schon einen Einwurf in Richtung Altiero Spinelli. Ich denke, das ist sogar diskussionswürdig über alle unterschiedlichen Auffassungen in der Frage Europapolitik. Altiero Spinelli war italienischer Kommunist, Antifaschist, Widerstandskämpfer und hat bereits 1944 einiges formuliert zum künftigen Entwurf für Europa. Er war dann später unser Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament für die Kommunisten und befreundeten Organisationen, wie es damals hieß, und war sogar 6 Jahre Mitglied der EU-Kommission. Dieser Altiero Spinelli schrieb in einem Manifest: Es gilt, einen Bundesstaat zu schaffen, der auf festen Füßen steht. Es gilt endgültig mit den wirtschaftlichen Autarkien, die das Rückgrat totalitärer Regime bilden, aufzuräumen. Es braucht eine ausreichende Anzahl an Organen und Mitteln, um in den einzelnen Bundesstaaten Europas die Beschlüsse, die zur Aufrechtung der allgemeinen Ordnung dienen, durchzuführen. Gleichzeitig
sollten die Staaten jene Autonomie belassen werden, die eine plastische Gliederung und die Entwicklung eines politischen Lebens gemäß den besonderen Eigenschaften der verschiedenen Völker gestattet. Und er endet in diesem Manifest: Die europäische Revolution muss sozialistisch sein, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie muss sich für die Emanzipation der Arbeiterklasse und die Schaffung menschlicherer Lebensbedingungen einsetzen. In dieser Tradition hat Europa linke Wurzeln, und es ist unsere Aufgabe, diese linken Wurzeln in Europa deutlich zu machen und eine klare Gegenposition gegen ein neoliberales Europa zu schaffen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.